Hallo lieber wieder, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Ich schaue mir die Beleuchtung noch an, okay? Ja, ich weiß, das Licht ist komisch. Ich schaue es mir gleich an. Schauen wir mal. Was ist momentan bei wieder los? Bitte. Der Eremit. Du bist über jemanden hinausgewachsen. Und es freut dich, dass das der Fall ist. Ja, das Licht ist schon okay. Wenn ich es jetzt noch dunkler mache, dann wird es ganz dunkel. Okay. Das sind so Treppen, die in den zum Himmel hier führen. Du bist über jemanden hinausgewachsen. Es ist, also falls das noch nicht passiert ist, dann wirst du jetzt hier in den nächsten paar Stunden, möchte ich sagen, okay, auf jemanden treffen, mit dem, mit der es nicht geklappt hat, und du wirst diesen Menschen sehen und so denken, oh mein Gott, ich bin sowas von besser. Ja, also habe ich mit so jemandem, oder habe ich wirklich, ja, wollte ich da wirklich eine Zweisamkeit mit so jemandem? Ich bin so viel mehr gewachsen. Ich habe da so einen Vorsprung. Also diesen Moment wirst du hier haben. Okay. Königin der Stäbe. Weißt du, was dich noch selbstsicherer machen wird in Bezug auf deine Entwicklung, die du hier durchgemacht hast, seit du da Menschen, die dir geschadet haben, zurückgelassen hast, ja, toxische Beziehungen zurückgelassen hast? Ein Feuer, das dir regelrecht in die Hand gelegt wird. Jemand, weil das ist die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe hat gewisse Erwartungen. Die Königin der Stäbe, die sagt, ich will dies und jenes. Und ich meine, sorry, aber, also wenn man da, oder wenn man, ich kenne Leute, die haben Erwartungen, die man an Millionäre stellen würde, ja, und selbst haben sie genau nichts zu bieten. Könnte ich mal richtig Deutsch? Nein, also ernsthaft, ja, sind hier geboren, hier aufgewachsen, haben das Gefühl, sie müssten da behandelt werden wie eine persische Prinzessin oder ähnliches. Das ist nicht Königin der Stäbe und Hierophant. Nein. Es geht hier darum, dass du gemäß deinem Status, gemäß deiner seelischen Entwicklung, gemäß deinem Bankkonto, gemäß deiner Bildung, gemäß deinem Charme gewisse Erwartungen hast. Und diese Erwartungen nicht überrissen sind, sondern genau dir entsprechen. Wer eine Bildung hat wie du, darf genau das erwarten. Die XY, das weißt du besser, was genau deine Erwartung ist. Wer einen Kontostand hat wie du, hat absolut das Recht zu sagen, hey, ich erwarte jemanden, der auch das hat. Ja? Warum? Weil du es auch bietest. Du bietest es auch, ja? Wenn du hier seelisch auf einer Stufe bist, wo du alles, oder wenn du auf einer Stufe bist, wo du begriffen hast, was die Liebe ist, wenn du imstande bist, Beziehungen objektiv zu betrachten hier mit dem Hierophanten, dann erwartest du das auch von jemandem und es ist absolut berechtigt, dass du das erwartest. Warum? Weil du es auch anbietest. Und genau diesen Moment wirst du hier haben, wo dir, oder da wird dir ein Feuer in die Hand gelegt. Jemand legt dir das, was du hier erwartest in der Liebe, im Leben, im Job, wofür auch immer du hier schaust, ja, legt dir da jemand etwas in die Hand und du so, voilà, genau das bin ich eben wert. Das meine ich. Dem kann ich entsprechen, diesen Anforderungen da. Kann ich entsprechen und das Gegenüber muss auch entsprechen. Der Job muss auch entsprechen, die Firma muss auch entsprechen. Genau das meine ich, sagst du dann. Wie ist hier bestätigt? Okay. Es ist halt eben jetzt gerade die, viele schauen hier in Bezug auf die Liebe zu und du wirst dann, oder wenn du dann eine Ex-Person da antriffst und dir so denkst, Gott, Deckel, der, oder der trägt immer noch, oder die gleichen Sachen wie damals als Jugendlicher. Ja, hat sich null weiterentwickelt, kleidet sich nicht altersgemäß zum Beispiel. Ich weiß jetzt ein oberflächliches Beispiel, einfach als Beispiel. Dann wirst du hier, ja, oder dann wird dir hier jemand serviert, der
altersentsprechend gekleidet ist zum Beispiel, wo du dann sagen kannst, jawohl, es stimmt, ich habe mich weiterentwickelt kleidungstechnisch und ich habe das dann auch von jemandem erwartet, der mit mir zu tun haben möchte, da kommt jetzt dieser Mensch, voilà, ich hatte recht. So muss es eigentlich sein. Hm? Ach, der Kirche, bye bye, baby bye bye, bye bye, baby bye bye. Hier habe ich Page der Stäbe, ein neuer Weg eröffnet sich dir. Okay, ich gehe, bye bye. Von einigen verabschiedest du dich hier wortlos. Okay, Entschuldigung. Ach, der Kirche hier. Man sieht, ich weiß nicht, ob du es von da siehst, was hier siehst du es. Schau mal. Siehst du, hier sind vorher schon Kirche geblubbert. Es gibt hier irgendeine Verbindung in deinem Leben, wo du immer wieder mit Liebe geantwortet hast. Ja? Und die Liebe, die du da gegeben hast, ja, abgesunken ist im Wasser. Und jetzt bist du einfach an einem Punkt, wo du sagst, komm, bleib doch einfach mit dem, was ich dir da gegeben habe. Ich sag dir nicht mal Bye-Bye. Ich gehe da meinen Siegesweg. Ich habe da in meiner Hand, habe ich genau das, was ich verlangt habe, ja, genau das, was mir entspricht und dem ich auch gerecht werden kann und ich gehe jetzt sozusagen auf meinem Niveau weiter. Der Turm, die Weltkarte hier. Schau dir das an, 10 der Münzen. Dieses Feuer hier, das dir in deine Hand gelegt wird hier, siehst du? Da ist ein Feuer in deiner Hand, da gibt dir irgendjemand irgendetwas. Ein Job, ein Angebot, ein Date, ein Geschenk, irgendetwas, das deinen Anforderungen eben entspricht, ja, im Gegensatz zur Vergangenheit. Das hier ist der Blitzschlag, der dann eben eintrifft und dafür sorgt, dass danach nichts mehr so sein wird, wie es war. Es wird unmöglich sein, unmöglich, dass du ab jetzt noch irgendjemanden, den du abgeschrieben hast, wieder in dein Leben lässt. Es ist unmöglich. Es geht gar nicht mehr. Ich habe das auch bei den anderen Sternzeichen gesagt, wo das gekommen ist. Hier auch bei dieser Turmkarte sind Schmetterlinge dargestellt. Wenn eine Raupe zu einem Schmetterling oder sich zu einem Schmetterling entwickelt, dann kann dieser Schmetterling kann denn keine Raupe mehr sein. Es geht gar nicht mehr. Kann nicht sich wieder zurückentwickeln. Das Alte ist tot, das Neue kann kommen. Die Weltkarte hier, ja, ist die letzte große Arkana, steht für Abschlüsse, steht für das glückliche Beenden einer Sache hier, eines Zyklus hier. Mit 10 der Münzen sehe ich, dass dieses Kapitel, das jetzt auf dich zukommt, sehr lange in deinem Leben sein wird. Ja, für jene, die hier für den Job schauen, du wirst hier maximalen Erfolg haben bei diesem Job, den du jetzt hier antrittst. Für jene, die hier für Freund bei oder im Thema Freundschaften, für das Thema Freundschaft zuschauen, du wirst hier sehr lange diesen neuen Soul Tribe, diese neuen Leute, die du da kennenlernst, in deinem Leben haben, die werden langfristig Bestand in deinem Leben zeigen. Für jene, die hier in der Liebe zuschauen, ja, es ist jetzt die Phase, wo du hier deine Kelche umsonst gegeben hast, mit Liebe geantwortet hast und dann mit nichts da gestanden bist, das ist jetzt vorbei. Die Weltkarte steht gerade in der Liebe, ja, hier sind alle 4 Elemente aufgeführt für die Erfüllung aller Bedürfnisse. In einer Zweisamkeit steht hier die Weltkarte, so dass, oder sozusagen die Welt, die dir dann zu Füßen gelegt wird. Es gibt hier, nach diesem Punkt hier, gibt es kein Zurück mehr zu all diesen Leuten, die dich nur ausgesaugt haben und nur runtergezogen haben. Okay. Man sieht dich auch hier wie ein Schmetterling hier fliegen. Hm? Es gibt kein Zurück mehr. Hier, du hast hier auf eine Bestätigung gewartet, dass du recht hattest mit deinen Anforderungen und da kommt es. Okay. Ich werde hier wieder mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Okay, ist das Gegenüber, das dir hier was in die Hand gibt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.